gestört. Hm? Aber bitte sag ich am Anfang. Nein. Ich hab zwar ein OP-Schwert, ich hab aber keine OP-Rüstung. Warum hast du denn keine OP-Rüstung? Ich hab mich. Das Dokument von dem. Ich hab mich ja wenigstens so ausgestattet, dass ich noch Rüst. Alter, was? Verwirrt sie! Cecilia! Ja. Da bist du ja. Ja, wir sind unter Dauerbeschuss. Ich rüberkommen. Ich komme gerade zu dir rüber. Weißt du, wir haben es. Ich wurde zwar diese. Sag mal, wurdest du die Ikone sehen? Nö. Ich bin. So, dann kann ich sterben, wie ich fröhlich bin. Ja, du kannst sterben, wie du fröhlich bist, nur ich kann das nicht. So, den hätten wir ausgeschaltet. Da unten ist auch noch Alarmglock. Eine Alarmglocke. Ja, die meine ich doch. Kann ich ja richtig wie ein Zombie hier durchrennen. Könntest du, aber ich würde es dir nicht raten. Oh. Alter, warum konnte ich denn ja nicht... Was ist das? Der steht im Schrank drinne. Ich kann den nicht... Ich kann gegen den nicht kämpfen. Ja, weg. Steht im Schrank. Wieso kann ich den nicht angreifen? Ich will mir kurz heilen. Ja, dafür müsste ich erstmal den Typ ausschalten. Alter, wie der einfach so im Schrank einfach hochgeflogen ist. Mir ist er in den Schrank reingefallen. Der ist da, den habe ich da wirklich so rausgeschossen. Sehr merkwürdig. Ein Dokument haben wir schon gestohlen. Da müssen wir ja nur noch eins stehlen, das ist da hinten praktischerweise. Warum hast du geschossen? Oder hast du überhaupt geschossen? Ich habe nicht geschossen. Okay, da hat irgendjemand geschossen. Wer auch immer sowas macht. Ich meine, auf Leute schießen, das machen doch höchstens Leute, die keine Skills haben. Ah, meinst du? Ja, oder wir? Wir haben ja Skills. Ja, wir haben Skills, wir dürfen das. Also wir haben zwar keine Skills in Assassin's Creed, aber in anderen Spielen haben wir Skills. Also in, Aber das ist ja einfach so ein Labyrinth, ne? Ja. Das ist doch ideal fürs Assassin's Creed. Ich will da rein ins Labyrinth. Alter, warum konnte ich keinen Schleichangriff machen. Gott. Doch. Nichts da, nein! Ihr habt zu sterben, das steht so im Gesetz. Aber was hast du denn, dass du mehr Sterne hast als ich? Ich habe halt Rüstungen insgesamt, alles höher. Ich meine, ich habe eigentlich alle Rüstungen irgendwie so auf 3. Oh, ich bin durch.
Alter! Es sind ein bisschen viele, die ich ja auf mich geholt. Ich weiß nicht, wo du bist. Vor allem, ich kann auch nicht irgendwie fliehen hier. Dieser ganze Irrgarten halt aus Grün besteht. Oh, das hat tatsächlich funktioniert. Ich dachte nicht, dass ich das überleben würde. Nachdem ich hergekommen bin, so, hier müssen wir jetzt auch gleich stehlen, dann ist die Pip fertig. Stehen jetzt alles, was wir finden. Diese Dokumente stammen vom Comte de Gombe. Infiltriert sein Haus und schaltet den Fürsten samt seiner Komplizen aus. Jetzt sollen wir auch noch den Fürsten töten. Den König? Nee, wir wollen nur den Fürsten. Den kann ich natürlich auch töten, den Typ, warum der... Warum trägt der Typ Gewürze mit sich rum? Ja, für schlechte Zeiten. Stell dir vor, musst deinen Proviant essen und der ist schlecht gewürzt. Was glaubst du, wo deine Moral dahin geht? Huch, wo kommst du denn her? Ja, aus dem Wald. Von draußen im Walde komme ich her. Ich sage euch, es weihnachtet sehr. Okay, ich glaube, wenn diese Folge rauskommt, ist Weihnachten schon lange vorbei. Alter. Von daher funktioniert das nicht mehr so ganz. Ich sage euch, es ostert sehr. Halloween wieder. Nee, ich glaube, so lange dauert das denn doch nicht, bis diese Folge rauskommt. Wir haben ja ein bisschen was rausgeschnitten, also... Wenn ich schneide, dauert's 2 Tage. Ja, genau. Du bist ja so schnell mit dem Schneiden. Ja, das sag ich auch, wenn ich's schneide. Wenn du's nicht schneidest? Also wenn ich... Ja, wahrscheinlich dauert's noch so ein Jahr. Dann passt das mit dem Weihnachten ja fast schon wieder. Ich hasse Irrgärten. Da kann man nicht drüber klettern, ne? Welcome to 1 Hour Irrgarten. Let's play Irrgarten Simulator. Ja. Also der Typ steht einfach nur rum, der ist nicht böse. Was machst du so? Ja, was soll ich machen? Ich lauf dir hinterher. Du bist schon draußen, so. Warum kletterst du auf den Baum? Wenn hier was ist. Ach so. Also ich will auf den Baum klettern. Nichts kann der Typ. Ne, Häuser kann er hochklettern, wie er fröhlich ist, aber so ein Baum? Baum ist dann, zu viel. Ja, ein Baum ist zu viel, das kann man ja auch nicht verlangen. So, habt eine weitere Kokarde, das ist doch immer schön. Also was sind das für Ausdrücke, Jungen? Hat dir deine Mutter nicht gesagt, dass man nicht fluchen soll? Alter! Weil ich deaktiviere wahrscheinlich die Alarmglocke. Das wäre nicht schlecht. Obwohl ich glaube, hier hat sowieso schon jeder mitbekommen, dass wir da sind. Okay, ich kann die Alarmglocke nicht deaktivieren. Kannst du mir helfen? Ich bin hier gerade
leicht in einem Kampf verwickelt. Ach so, leicht. Oh, scheiße, der eine aktiviert jetzt die anderen Alarmglocke. Ja, für die zwei Leute, die noch nicht mitbekommen haben, dass wir da sind. Tag! Wir sind die Neuen! Ich glaube nicht, dass das gewollt ist, dass man das so macht. Alter! Ich habe keine Medizin mehr. Ja. Plündermarsch. Ich glaube nicht, dass ich das tun sollte. Da sind nämlich Scharfschützen da draußen. Scharfschützen? Warum sagt mir das denn keiner? Ja, aber du wolltest ja nicht zuhören. Ja, hier stimmt etwas nicht, hier bin ich. Alter, das auch noch. Oh. Sag mal, ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass ich irgendwie OP bin. Das ist schön, dass du das Gefühl hast. Irgendwas angreifen, bin ich OP. Ah, Medizin. Sehr gut. Also wir sind so ungefähr die schlechtesten Assassinen der Welt, aber irgendwie funktioniert es trotzdem. Wir sind keine Assassinen, wir sind Berserker. Ja, ich habe gerade irgendwie das Berserker-Klingen gelesen. Die brauchen wir auch. So wie wir spielen. Das kann man ja anders nicht erklären, ne? Wir sind echt... Von Attentaten haben wir noch nie was gehört. Schon, aber auf einer anderen Art. Alter. Was? Was? Ich bin im Kampf. Ja, Hilfe wäre nicht schlecht. Wenn du mir sowas geben kannst? Rettung, Hilfe erhalten. Alter. Oh, fuck. Hast du keine Heilung mehr? Nein. Oh, fuck, ich bin wieder in Massenkellerei. Ach, der kommtete Gambeis ist tot. Kann ich ja jetzt meinen töten. Der hat eine Panflöte mitgeschleppt und Schießpulver, aber sowas wie Medizin, ne? Daran denkt keiner. Ich brauche kein Indigo, ich brauche keine Tasse. Ich brauche Medizin. Aber sowas hat keiner. It was actually the wrong door. Are you kidding me? Genau, drei ganz schwere. Gibt's da nicht noch einen anderen Weg zu dem?